Hi Freunde, da bin ich wieder hier in meiner Chaos-Küche beim Chaos-Kochen. Ich mache heute gefüllte Hähnchenbrust mit Cheddar-Käse und kleinen Schinkenwürfeln. Das Ganze in einer leckeren Kräutersoße mit einem selbstgemachten Gurkensalat. Ja, das Ganze könnt ihr dann noch variieren. Ihr könnt dazu natürlich noch Reis machen oder Nudeln oder gern auch Kartoffeln. Passt alles dazu als Beilage. Und jetzt will ich gar nicht lange quatschen. Ihr wisst Bescheid, es geht auf zu den Zutaten. Ja, und wie ihr seht, hier haben wir auch schon alles. Angefangen natürlich mit der Hähnchenbrust. Hier ein bisschen saure Sahne für den Gurkensalat, Schlagsahne, Milch, Zwiebeln, Salz brauchen wir. Die Gurken natürlich, ein paar Kräuter, Zucker, Mehl. Hier noch ein bisschen Frühlingszwiebeln, habe ich noch Eier natürlich, Hühnerbrühe, der Cheddarkäse und Schinkenwürfel. Ich fange heute an mit dem Gurkensalat, da die Gurken doch etwas länger stehen müssen zum Austropfen. Und hier geht es dann auch schon los mit dem Schälen der Gurken. In dünne Scheiben schneiden und hier wirklich darauf achten, dass die, schneidet die wirklich so dünn, wie ihr nur könnt. Ja, damit das nicht hinten raus zu fest wird. Die Gurken sind jetzt geschnitten und werden jetzt ordentlich gesalzen. Das Ganze wurschel ich dann nochmal durch mit Salz und dann lasse ich die erstmal eine Stunde ziehen, dass sich hier das Wasser löst. Die sind jetzt schön eingesalzen, durchgeknetet und kommen jetzt, wie gesagt, für eine Stunde an die Seite. Während die Gurken jetzt da drüben vor sich hin öngeln, mache ich weiter mit dem Geflügel. Dazu schneide ich jetzt hier Taschen in das Fleisch rein und das wird jetzt gefüllt. Weiter geht es jetzt mit der Füllung. Dafür schneide ich die Zwiebeln klein. Die kommen in die Pfanne, dann der Schinken dazu und das Ganze alles ein bisschen andünsten und dann ist das hier schon fertig. Während das jetzt hier vor sich hin brutzelt, habe ich schon mal den Käse zugeschnitten. Jetzt geht es auch schon ans Füllen. Käse rein, die Zwiebel-Schinkenfüllung und dann wird das schon zusammengeschnürt. Ja, die Taschen sind jetzt soweit gefüllt. Wie ihr seht, hat das mit den Taschen nicht ganz so geklappt. Die sind leider ein bisschen auseinandergefallen. Deswegen habe ich sie zusammengeschnürt. Ist aber nicht so schlimm. Ja. Ja, Freunde, ich mache jetzt weiter mit der Kräutersoße. Dafür brauche ich erstmal eine Mehlschwitze. Und hier ist natürlich klar, die fängt mit Butter an. Mehl dazu, alles schön umrühren. Dann den Fond rein, also die Gemüsebrühe. Und dann ist die schon annähernd fertig. Mehl. Die lasse ich jetzt so lange brutzeln, bis sie ein bisschen braun geworden ist, also so goldgelb. Und jetzt die Brühe langsam unterrühren. Alles schön einrühren und dann kurz aufkochen lassen und die Milch und Sahne hinzugeben. Jetzt die Milch unterrühren. Und wieder aufkochen lassen. Zum Schluss noch die Sahne dazu und noch mal 5 Minuten köcheln lassen. Jetzt geht es hier weiter mit den Kräutern. Die hacke ich hier ein bisschen klein. Angefangen mit dem Basilikum, Thymian, noch die Petersilie. Alles zusammenschmeißen. Alles rein in die Soße, umrühren. Und dann kommt schon das Abschmecken. Zum Abschmecken brauche ich als erstes Zitrone, Zucker, Salz und Pfeffer. Jetzt alles umrühren und dann nochmal kosten und sehen, ob es passt. Wenn nicht, je nachdem noch irgendwas dazugeben. Ja, die Soße ist jetzt soweit fertig und hiervon kommt jetzt schon die Hälfte ungefähr oder ein bisschen mehr in die Auflaufform. Das Hühnchen dazu. Noch etwas Pfeffer drüber, jeweils eine Käsescheibe vom Cheddar und jetzt Achtung zum Schluss der Rest der Soße und dann geht es schon ab in den Ofen, das Ganze für 40 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Nach der Hälfte der Zeit kommen jetzt noch 2, 3, je nachdem wie viel ihr wollt, rohe Eier dazu und das wird dann letztendlich ein pochiertes Ei an der Stelle. Weiter geht es jetzt hier mit dem Gurkensalat. Der ist schön abgetropft, durchgezogen. Den spüle ich jetzt einfach mit kaltem Wasser durch. Und danach wird er ordentlich ausgedrückt. Während die Gurken da hinten noch ein bisschen abtropfen können, geht es jetzt hier schon weiter mit den Zwiebeln. Die hacken wir ziemlich klein. Dafür nehme ich hier den kleinen Häcksler. Die Zwiebeln kommen da rein.
jetzt die Gurken dazu und dann alles schön verrühren. Guckt euch mal diese Farben an. Sieht das nicht schön aus? Jetzt kommt dann auch schon die saure Sahne dazu und auch das wieder ordentlich verrühren. Noch eine kleine Prise Salz dazu, etwas Pfeffer, kleine Prise Zucker, nochmal umrühren und dann ist es fertig und kann in den Kühlschrank. Eine Nacht durchziehen und dann ist er perfekt. Das Essen ist jetzt soweit fertig, aus dem Ofen raus und jetzt guckt euch mal dieses Fleisch an. Sieht das nicht gut aus? Und jetzt schaut euch das an. Hier der leckere Gurkensalat, der jetzt noch eine Nacht ziehen muss. Hier das Fleisch gefüllt mit Käse, mit Schinkenwürfel und Zwiebeln. Obendrauf die Frühlingszwiebel und hier die leckere Soße. Mega, Freunde. Mega, mega lecker. Und ihr wisst Bescheid, wie immer, jetzt wird gekostet. Hier angefangen mit dem leckeren Gurkensalat, der, wie gesagt, natürlich noch eine Nacht ziehen muss. Aber kosten tue ich ihn jetzt trotzdem schon. Das leckere Fleisch mit dem Käse, mit der Füllung, ein bisschen Frühlingszwiebel oben drauf und die Soße. Hammermäßig, Freunde. Ich freue mich. Ja, an der Stelle ist jetzt genug geschwärmt. Ich räume jetzt auf jeden Fall erstmal meine Küche auf. Vielen lieben Dank für alle, die hier im Live mir zugeschaut haben und Hunger bekommen haben. Und vielen lieben Dank an euch, die jetzt hier zuschauen. Ich verabschiede mich jetzt, wie gesagt, von euch. Wünsche euch noch alles Liebe, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Tschüss.